Was ist denn? Charlie! Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, Herr Schulz. Das ist ein glatter Schulterdurchschuss, sagt der Doktor. Ja? Ich frage mich bloß, welcher Vollidiot da in der Gegend rumgeschossen hat. Na, das kann ein Mordversuch gewesen sein, Herr Schulz. Mordversuch? Aber wer sollte denn... Ihr Vater sagte doch, dass bei dem Training gestern mindestens 100 Leute dabei waren. Von denen irgendeiner auf mich losballert. Möglich ist alles. Und ausgerechnet den einen wollen Sie finden. Unter 100 Zuschauern, die alle anonym sind. Haben Sie sich da nicht zu viel vorgenommen? Der Fall ist auf meinem Schreibtisch gelandet, Herr Schulz. Also ist er nicht mehr anonym. Ich muss ihn bearbeiten. Es wäre gut, wenn Sie mir dabei helfen. Ich? Was soll ich Ihnen denn dabei helfen? Wenn ich wüsste, wer es war, würde ich nicht mal die Polizei bemühen. Ach, dann würden Sie die Sache auf Ihre eigene Art erledigen, ja? Genau das. Da bin ich aber froh, dass Sie es nicht wissen. Haben Sie einen Verdacht oder sind Sie in der glücklichen Lage, nur Freunde zu haben? Das sicher nicht. Wer hat das schon? Eben. Aber dass irgendeiner von denen mit einer Pistole... Nein, es war ein Gewehrschuss. Der kam aus einem Gewehr. Gewehr? Hören Sie... Wenn irgendeiner die Absicht hat, auf mich zu schießen, dann läuft er doch mit dem Gewehr nicht in der Gegend rum. Das hätte doch jemand sehen müssen. Das hat aber niemand gesehen. Und an eine verirrte Kugel glaube ich nicht, da draußen ist ja keine Jagd. Also muss man aus einer Deckung heraus auf sie geschossen haben. Hier war's. Plötzlich riss er die Arme hoch und sackte zusammen. Ich dachte zuerst, es ist ihm schlecht geworden, aber dass da jemand auf ihn geschossen hat, das sah ich erst, als wir ihm die Jacke aufmachten. Wer wir? Meine Tochter und ich. Den Schuss haben Sie nicht gehört? Nein, war bei dem Krach auch gar nicht möglich. Wo standen die Zuschauer? Alle da drüben, an Start und Ziel. Wer ist denn das da? Das ist meine Tochter und mein Monteur, Herr Sanft. Herr Sanft? Hat er auch den Unfall gesehen? Ja, der stand da neben mir. Und ist er mit Ihnen hierher zur Unfallstelle gelaufen? Nein, nur meine Tochter und ich. Martin, frag doch mal Herrn Sanft, ob der was beobachtet hat, ja? Von den Zuschauern, die da drüben standen, kann wohl keiner als Täter in Frage kommen? Das verstehe ich nicht. Das müssen Sie mir schon erklären.
Schauen Sie, der Ein- und Ausschusskanal der Verletzung Ihres Sohnes zeigt auf die Position des Täters. Wenn der Unfall also hier war, dann kann der Schuss nur aus der Richtung gekommen sein. Woher wollen Sie denn das wissen? Meine Kollegen von der Spurensicherung haben das rekonstruiert, gemeinsam mit dem Arzt. Na endlich! Wird auch Zeit, dass er die Kiste abholen lässt. Ich hätte sie ihm sonst auf den Müll gefahren. Auf wen sind Sie denn so böse? Auf den Peter Weiler, ist ein Freund meines Sohnes. Besser gesagt, er war es. Leider auch von meiner Tochter. Das sagen Sie aber nicht sehr freundlich. Und dazu besteht auch kein Anlass. Dieser schräge Vogel wollte sich hinter meinem Rücken dieses Gelände unter den Nagel reißen. Hat sich klammheimlich hinter den Besitzer gesteckt und mich madig gemacht. Und als das nicht lief, hat er es über meine Tochter versucht. Was wollte er denn mit dem Gelände? Häuser hinstellen? Ist er Architekt? Nein, er ist Fluglehrer. Sein Vater hat eine Flugschule draußen in Kaufbrunn. Sollte da ein Flugplatz draus werden? Dafür ist das Gelände doch wohl zu klein. Na, aber nicht für eine Hubschrauberschule. Und das wollte er draus machen. Alles abreißen und neu aufbauen. Ich habe ihn zur Rede gestellt und da meinte er, das Gelände ist doch ideal dafür. Keine Wohnhäuser in der Nähe. Bei den Behörden habe ich schon vorgefühlt, die Genehmigung ist mir so gut wie sicher und die Finanzierung auch. Mich wollte er mit 1% beteiligen. Und da habe ich zu ihm gesagt, mein Pachtvertrag, der läuft hier noch 10 Jahre und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Wann war denn das? Ja, vor etwa 2 Monaten. Ich gehe mal gerade rüber zu dem Wohnwagen. Bleibst du mal einen Moment stehen. Mein Bruder war 2-mal deutscher Meister im Go-Kart fahren. Am Sonntag wollte er sich den 3. Titel holen. Ja, war sicher mancher neidisch auf ihn. Schon möglich, aber wohl etwas ungewöhnlich auf die Art, einen Konkurrenten auszuschalten. Ach, da steckt was anderes dahinter. Jedenfalls waren Sie sofort am Unfallort. Ist dir nicht irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Waren ja alle viel zu aufgeregt. Ich bin dann gleich zurückgerannt, habe den Notarzt gerufen. Ja, und alles Weitere wissen Sie ja sicher von Ihren Kollegen von der Funkstreife. Ja, danke, Herr Sand. Was ist denn, Fräulein Schulz? Das mit dem Notarzt stimmt, aber als der Unfall passierte, da stand er gar nicht mehr neben mir und meinem Vater. Ihr Vater behauptet aber das Gegenteil. Wann? Und gerade vorhin. Also, da täuscht er sich oder hat es eine Aufregung nicht bemerkt. Jedenfalls bin ich allein mit meinem Vater zur Unfallstelle gerannt. Ja, das hat Ihr Vater bestätigt. Ja, aber warum sagt er dann, er sei zurückgerannt? Er war doch gar nicht dabei. Da gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder er macht sich wichtig oder er lügt. Das war also genau die Stelle, wo er die Arme hochgerissen hat? Ja, genau. Könnte passen. Und Sie meinen, dass der Schuss von hier abgegeben worden ist? Muss nicht, aber kann. Sagen Sie, war der Wohnwagen die ganze Zeit abgeschlossen, der hier stand? Ich glaube, ja. War der heute abgeschlossen? Nein. Ihr Sohn bekommt den Wohnwagen in ein paar Tagen zurück. Wir brauchen ihn nur für eine Untersuchung. Untersuchung? Was denn für eine Untersuchung? Ja, wir haben den Verdacht, dass aus dem Wohnwagen heraus geschossen wurde, dass ein Mordanschlag verübt wurde. Hören Sie mal, das ist aber ein ziemliches Kaliber, was Sie da auffahren. Was hat denn mein Sohn damit zu tun? Ja, erstens ist es sein Wohnwagen. Zweitens soll es zwischen ihm und Herrn Schulz zu erheblichen Differenzen gekommen sein. Ach, die Geschichte meinen Sie. Ja. Mein Sohn hat ihm damals eine einmalige Sache angeboten, die ihn keinen Pfennig gekostet hätte. Aber dieser eigensinnige Bock wollte nicht einsehen, dass ihm da ein Riesengeschäft durch die Lappen geht. Wollte Ihr Sohn Sie daran beteiligen? Klar. Und dann wollen wir noch wissen, wo Ihr Sohn vorgestern zwischen 10 und 11 Uhr war. Na, hören Sie mal. Das ist nur eine Routinefrage. Das ist immer so bei uns. Da kommt er gerade. Fahren Sie ihn doch selber. Na schön, da wollen wir nicht stören. Wir können uns ja draußen mit ihm unterhalten.
Sie müssen im Endanflug mehr mit dem Pitch arbeiten, um Ihren Gleitwinkel einzuhalten. Herr Weiler? Ja? Können wir Sie einen Moment sprechen? Tschüss, bis morgen dann. Tschüss. Bitte, was kann ich für Sie tun? Moment mal, lassen Sie mich raten. Polizei? Richtig. Sie haben gestern meinen Wohnwagen beschlagnahmt. Sicher wollen Sie mir erklären, warum? Ja, aber erst möchten wir gerne mal wissen, warum er da stand, wo wir ihn beschlagnahmt haben. Wenn Sie dort waren, dann haben Sie auch Herrn Schulz kennengelernt? Ja, das haben wir. Nun, ich war mit seiner Tochter mal, wie soll ich sagen, vorübergehend befreundet. Sie hatte Geburtstag und ihr größter Wunsch war, na, was denken Sie? Ein Wohnwagen. Richtig. Der Rest ist schnell erklärt. Ich habe ihn gekauft und ihr geschenkt. Das ist aber sehr großzügig. Das ist so meine Lebensart. Aha. Herr Weiler, wir mussten Ihren Wohnwagen vorläufig beschlagnahmen, weil er auf Fingerabdrücke untersucht wird. Ich verstehe nicht. Auf den Sohn von Herrn Schulz, auf Charlie Schulz, wurde vor 2 Tagen ein Mordanschlag verübt. Und möglicherweise hat der Täter von Ihrem Wohnwagen ausgeschossen. Mordanschlag? Auf Charlie? Ja. Wer hat das getan? Das weiß ich nicht, Herr Weiler. Deswegen muss ich Fragen stellen. Wo waren Sie vorgestern zwischen 10 und 11 Uhr vormittags? Na Moment mal, Sie glauben doch nicht, dass ich... Hören Sie mal, ich war mit Charlie befreundet. Wieso sagen Sie wahr? Na, weil diese ganze Freundschaft durch seinen Vater einen Knacks bekommen hat. Auch zu Karin. Ich habe seit 2 Monaten das Gelände nicht mehr betreten. Ja, aber Sie haben mir meine Frage noch nicht beantwortet. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen, wo ich war. Hier war ich vor 2 Tagen von 10 bis 11. Hier steht mein Name und der meines Flugschülers. Na, Herr Köster, sind Sie nun zufrieden? So langsam habe ich den Verdacht, dass Sie wegen dem Krach, den ich mit Schulz hatte, was konstruieren wollen. Wir konstruieren nicht, Herr Weiler, wir rekonstruieren höchstens. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Sie haben doch ein prima Alibi. Hallo. Tag, Peter. Hallo, Liz. Tag, Frau Ramson. Tag. Können wir oder hast du noch zu tun? Wir sind schon weg. Entschuldigen Sie die Störung. Wiederschauen. Schicke Dame. Wer? Na, diese Dame. Wie hieß sie noch? Ramson. Liz Ramson. Merkst du dir mal den Namen? Warum? Man kann nie wissen. Das ist der kapitalste Hirsch im ganzen Revier. Den habe ich für Sie zur Brunft aufgehoben. Sein Rivale steht da hinten im Wald. Er müsste auch weg. Ja, der vogelt unter Umständen den Platzhirsch. Dann schießen Sie ihn ab. Sie haben ja noch einen frei. Dankeschön. Sie waren lange nicht mehr hier, Herr Ramson. Nehmen Ihre Geschäfte Sie so in Anspruch? Ja, leider. Manchmal habe ich die Schnauze voll. Ja, warum kommen Sie dann nicht öfter hierher? Genießen Ihre Jagd, atmen die frische Luft. Mein lieber Grieser, schön wär's. Aber ich bin außer mit meiner Frau auch noch mit Telefonen, Fernschreibern und Computern verheiratet. Muss immer für Sie erreichbar sein. Ich kann nicht einfach sagen, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt 3 Wochen auf die Jagd. Da sind Sie eigentlich arm dran. Ich meine als Mensch. Also Ihren Beruf möchte ich nicht haben. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der von sich gesagt hat, ich bin restlos glücklich. Sind Sie es? Das ist ja Peter Weiler. Auf der Maschine habe ich meinen Flugschein gemacht. Nein, nein. Bin der zu Ihnen? Ja, der weiß ja gar nicht, dass ich hier bin. Aber möglich ist es. Ja. Das nenne ich eine Überraschung. Sag bloß, du konntest es nicht erwarten, bis ich übermorgen komme.
Vielleicht. Tag, Herr Griese. Grüß Gott, gnädige Frau. Tag, Peter. Harald. Oder sagt man besser Weidmannsheil? Weidmannsdank. Sag mal, war das deine Idee, hierher zu fliegen? Nein, ich habe Herrn Weiler angerufen, ob er Zeit hat. Er war so freundlich, mich herzufliegen. Vielen Dank nochmal. Auch in meinem Namen. Ja, dann schlage ich vor, wir fahren erstmal ins Jagdhaus und nehmen dort einen Drink. Griesa, Sie kommen natürlich mit. Dankeschön, gern. Sag mal, du könntest doch eigentlich die 2 Tage noch hier bleiben und dann mit mir zurückfahren. Du hast doch hier alles, was du brauchst. Oh, Liebling, das geht leider nicht. Meine Mutter kommt heute Abend zum Essen. Du weißt, wie schnell sie beleidigt ist, wenn man ihr absagt. Oh ja, das kenne ich. Na? Wie fühlst du dich als meine Mutter? Eine Ausrede bist du wohl nie verlegen, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast. Ich habe es ja nicht für mich getan. Warum wolltest du ihn unbedingt besuchen, wenn du nach einer Stunde wieder wegfliegst? Weil ich mir auch in den Kopf gesetzt hatte, mit dir mal wieder einen ganzen Tag allein zu sein. Ich wäre nicht böse gewesen, wenn du bei ihm geblieben wärst. Dann hättest du jetzt keine Gewissensbisse, meinst du? Liz, du drückst das gar nicht schlecht aus. Wenn ich deinen Mann nicht kennen würde, hätte ich vermutlich keine Gewissensbisse. Aber ich bin mit ihm befreundet. Das warst du auch schon, als wir das erste Mal zusammen waren. Ja, ich gebe zu, es hat mich gepackt. In so einem Moment denkt man doch gar nicht an die Folgen. Was denn für Folgen? Glaubst du, wir sind die Einzigen, denen das passiert? Aber Liz, versteh doch. Dein Mann vertraut mir blind, bietet mir großzügige finanzielle Hilfe an bei dem Projekt, das ich vorhatte. Will für mich gegen den Mann prozessieren, damit ich das Gelände doch noch bekomme. Ist jederzeit für mich da, wenn ich seinen Rat brauche. Und was tue ich dafür? Ich sitze hier in seinem Pool, trage seinen Bademantel, saufe seinen Whisky, betrüge ihn am laufenden Band mit seiner Frau. Was weiß ich denn, was er macht, wenn er auf seinen Reisen ist? Vielleicht hat er auch irgendwo ein Verhältnis sitzen. Vielleicht auch eine verheiratete Frau, von der ich nichts weiß. Aber das ist doch ganz was anderes. Erklär mir bitte, warum. Du sprichst von Vermutungen. Was hier passiert, sind Tatsachen. Na und? Mach doch nicht gleich ein Drama draus. Kann aber leicht eins werden. Stell dir vor, er erfährt es eines Tages. Dann wird die Welt auch nicht untergehen. Würdest du mich heiraten, wenn ich mich scheiden lasse? Bist du verrückt? Mensch, Martin, du bist wohl immer im Stress. Ich habe den Bericht vom Labor. In dem Wohnwagen wurden Fingerabdrücke von einem Mann und vermutlich von einer Frau festgestellt. Den Mann kennen Sie bereits. Das macht's aber spannend. Wer ist es denn nun? Hier, der Monteur von der Go-Kart-Bahn. Paul Sanft. 2 Vorstrafen. Eine wegen Körperverletzung und die andere wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Beantworten Sie mir meine Frage nur mit Ja oder Nein. Stammten Sie in dem Augenblick, als der Unfall passierte, neben Karin Schulz? Ja. Fräulein Schulz behauptet aber das Gegenteil. Etwa eine halbe Minute vor dem Unfall gingen Sie von ihr weg. Hören Sie mal, ist das so wichtig, ob ich eine halbe Minute vorher oder nachher weggegangen bin? Was soll die Frage überhaupt? Eine halbe Minute, nachdem Sie weggegangen sind, wurde auf Charlie Schulz geschossen. Ja, na und? Ich habe doch sofort den Notarzt gerufen. Stimmt, das haben Sie. Aber wo waren Sie denn die halbe Minute, bevor der Unfall passiert? Ja, wo kann ich denn gewesen sein? In der Werkstatt vielleicht? Nicht im Wohnwagen. In was sind wir im Wohnwagen? Na, der bei Ihnen auf dem Gelände stand. Ja, was soll ich denn da? Ja, das weiß ich nicht. Aber Sie müssen drin gewesen sein, Herr Sanft. Also, das bestreite ich ganz entschieden. Haben Sie einen Grund, das zu bestreiten? Nein. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke in den Wohnwagen? Ja, soll das ein Witz sein? Nein. Wenn wir einen Witz machen, dann würden Sie eventuell lachen. Herr Sanft, Sie sind vorbestraft wegen unerlaubten Waffenbesitz. Oder leugnen Sie das auch? Ja, warum soll ich das leugnen? Das steht ja in Ihren Akten. Haben Sie ein Gewehr? Was soll ich denn mit einem Gewehr? Nur zum Beispiel schießen. Aus dem Wohnwagen heraus, wo Sie Ihre Fingerabdrücke hinterlassen haben.
Wollen Sie mir denn da anhängen? Zunächst noch gar nichts. Also? Ja, was sollte ich denn für einen Grund haben? Das Motiv spielt im Moment gar keine Rolle. Ja, auf wen sollte ich denn schießen? Na, auf Charlie Schulz zum Beispiel. Auf Charlie? Ich? Es wäre doch möglich, dass Sie von Fräulein Schulz direkt weggegangen sind zum Wohnwagen. Dort haben Sie das versteckte Gewehr genommen, haben zum hinteren Fenster raus auf Charlie Schulz geschossen. Das kann man in einer halben Minute absolut machen. Das hat Herr Brenner heute ausprobiert. Und dann sind Sie erst zum Telefon und haben den Notarzt angerufen. Nein, 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 nein! Also gut, dann erzählen Sie Ihre Version. Ich habe nicht auf ihn geschossen, bitte. Glauben Sie mir. Und dass Sie nicht in dem Wohnwagen gewesen sind, das sollen wir Ihnen dann auch glauben. Ich war da. Mehrmals sogar. Nachts. Nein, danke, ich rauche nicht. Erzählen Sie. In der Kantine draußen auf dem Gelände, da ist eine Bedienung. Maria Brandt heißt sie. Abends, wenn alle weg waren, haben wir uns öfter in einem Wohnwagen getroffen. Ich wusste, wo der Schlüssel war, konnte also immer rein. Manchmal haben wir die ganze Nacht da verbracht. Na also, warum haben Sie es nicht gleich gesagt? Das ist doch kein Verbrechen. Warum belasten Sie sich selbst? Ich wollte nicht, dass Herr Schulz was davon erfährt. Er hätte uns beide fristlos entlassen. Ach, den Prozess hätten Sie doch vor jedem Arbeitsgericht gewonnen. Und das wissen Sie auch. Was Sie nach Feierabend machen, geht doch niemand was an. Also wenn das stimmt, was Sie uns erzählt haben, wird Herr Schulz von uns nichts erfahren, ist doch klar. Es ist die Wahrheit. Bitte glauben Sie mir. Ich möchte Ihnen gerne glauben, aber ich muss das überprüfen. Bis dahin möchte ich Sie bitten, um ein bisschen hier zu bleiben. Komm mal mit. Unser Pachtvertrag läuft noch 10 Jahre, das hat ja mein Vater schon gesagt. Und das weiß auch dein Freund Ramson. Warum droht er jetzt mit einem Prozess auf Räumungsklage? Weiß ich doch nicht, ist doch sein Gelände, nicht meins. Ramson weiß ganz genau, dass er diesen Prozess nie gewinnen kann. Bist du da so sicher? Ja, das bin ich. Warum also droht er damit? Da fragen Sie ihn doch. Ich will's von ihm hören. Von mir wirst du gar nichts hören. Dann werde ich dir die Antwort abnehmen. Weil du dahinter steckst, du ganz allein. Jetzt machen Sie mal einen Punkt, ja? Okay, okay, wenn du das meinst, bitte. Ich wüsste nicht, was wir uns da noch zu sagen hätten. Da ich für klare Verhältnisse bin, habe ich nur noch eine Frage. Du hast dafür gesorgt, dass Ramson uns mit diesem Prozess droht. Wirst du dafür sorgen, dass er seine Drohung zurücknimmt? Ich habe dir schon mal gesagt, es ist sein Gelände, nicht meins. Ist das klar genug? Ja, das ist es. Eine andere Antwort habe ich von dir auch nicht erwartet. Ob Ramson auch noch dein Freund ist, wenn er erfährt, dass du mit seiner Frau schläfst? Was reden Sie da? Was fällt Ihnen ein, Sie Dreckskerl? Er hat es dem Dreckskerl ja selbst erzählt, als wir noch Freunde waren. Ja, das wär's für heute. Ich danke Ihnen, meine Herren. Und nun zu Ihnen, Köster. Wie ich höre, haben Sie diesen Sanft gestern Abend noch auf freien Fuß setzen lassen. Ja, der ist unschuldig. Haben Sie Beweise? Ja. Wollen Sie hören? Vielleicht später. Was mich mehr interessiert ist, wie geht es nun weiter? So wie es aussieht, haben Sie im Moment doch kein Eisen mehr im Feuer. Nein, leider nein. Fehlanzeige. Sagen Sie zwischen dieser Familie Schulz und der Familie... Weiler, meinen Sie? Ja, da soll es doch zu erheblichen Streitigkeiten gekommen sein. Sehen Sie da keinen Ansatzpunkt? Ich meine Racheakt als mögliches Motiv zum Beispiel. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber wer soll den Anschlag begangen haben? Einer von der eigenen Familie doch sicher nicht. Peter Weiler hat ein gutes Alibi. Bleibt nur noch der Vater. Hat er auch ein Alibi? Ich habe ihn noch nicht danach gefragt. Ja, finden Sie nicht, dass Sie das tun sollten? Ja, ich werde es veranlassen. Wem gehört denn dieses Gelände, das der Schulz gepachtet hat? Das weiß ich nicht. Doch, Herr Köster, er heißt Ramson. Wie? Die schicke Dame, im Büro von Weiler. Woher weiß denn das, Martin? Ich war doch gestern draußen bei dem Schulz, um den 30-Sekunden-Test wegen Sanft zu machen. Ja, und? Ja, und dabei traf ich zufällig seinen Sohn. Wir kamen ins Gespräch und er erwähnte dabei diesen Namen. Vielleicht hat dieser Ramson sich hinter Weiler gesteckt und ihn nur vorgeschoben, seine Freundschaft zu der Familie für seine Pläne ausgenutzt.
Also, dass man auf jemanden einen Mordanschlag verübt, um einen grundsamen Pachtvertrag zu kündigen, das habe ich noch nie gehört. Das wären ja Mafia-Methoden. Na und? Glauben Sie, dass es die bei uns nicht gibt? Ja, sagen Sie mal, was soll denn das? Erst verlangen Sie von meinem Sohn ein Alibi und jetzt auch noch von mir? Herr Weiler, wir wollen damit doch nur den Personenkreis ausschließen, der uns namentlich bekannt ist. Glauben Sie vielleicht, ich hätte auf ihn geschossen? Was für einen Grund sollte ich denn gehabt haben? Sie waren auf Schulz doch besonders wütend, weil er nicht bereit war, auf das Angebot Ihres Sohnes einzugehen. Wütend? Ja, wütend, ja. Das bin ich noch, wenn Sie es genau wissen wollen. Auf Schulz oder auf seinen Sohn? Auf beide. Der Alte trifft doch keine Entscheidung ohne seinen Sohn. Unser Rotzlümmel ist doch Mitinhaber. Sie mögen ihn nicht besonders? Nein. Herr Weiler, wir müssen trotzdem unsere Frage wiederholen. Wo waren Sie vor 4 Tagen zwischen 10 und 11 Uhr? Und ich wiederhole nochmal, wenn Sie mir so eine Frage stellen, dann verdächtigen Sie mich doch. Sie bringen sich nur in Verdacht, wenn Sie unsere Frage nicht beantworten. Micha! Emil soll mal reinkommen. Was gibt's, Chef? Emil, die Herren hier wollen wissen, wo ich vor 4 Tagen morgens zwischen 10 und 11 gewesen bin. Polizei? Das hat mit der Frage von Herrn Weiler nichts zu tun. Also antworten Sie bitte. Vor 4 Tagen? Da muss ich nachdenken. Tun Sie das. Es war ein Montag. Montag? Moment. Ach ja, ich weiß. Sie waren den ganzen Vormittag im Hangar, haben den Motor der PX repariert. Ich war dabei die ganze Zeit. Nun wissen Sie ja wohl, was Sie wissen wollten. Ja. Jetzt wissen wir es. Sonst noch Fragen? Wenn Sie uns nichts mehr zu sagen haben, nein. Ja. Dann guten Tag, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Weiler. Tag, Martha. Hatten Sie schöne Tage? Ja, leider mal wieder viel zu kurz. Ist meine Frau zu Hause? Sie wartet schon den ganzen Tag auf Sie. Liz! Ja! Hallo, Liebling. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Ohne dich war es nur das halbe Vergnügen. Möchtest du einen Drink? Ja. Gibt's was Neues? Was soll es hier Neues geben, wenn du nicht hier bist? Ah ja, Herr Weiler hat angerufen, wollte wissen, wann du zurückkommst. Und dann noch ein Herr von der Polizei. Ich glaube, Köster war sein Name. Köster? Kenne ich nicht. Was wollte er? Weiß ich nicht. Ich habe ihm gesagt, du bist frühestens am Nachmittag hier. Na, wie war's denn mit deiner Mutter? Also, stell dir vor, eine Stunde vorher rief sie an und sagte ab. Na, das sollte ich mal mit ihr machen. Was glaubst du, was dann los wäre? Du, das ist aber wirklich ärgerlich. Da hättest du doch gut die 2 Tage bei mir draußen bleiben können. Ja, ich habe mich auch geärgert. Erwartest du Besuch? Nein, vielleicht ist es Herr Weiler. Guten Tag. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Herr Ramson? Ja? Ich hätte Sie gern gesprochen. Darf ich reinkommen? Bitte. Danke. Ja, Martha. Okay. Meine Frau hat mir schon gesagt, dass Sie angerufen haben. Lies, das ist Herr Köster, meine Frau. Guten Tag, meine Frau. Wir haben uns ja schon mal gesehen. Bitte? Herr Weiler hat mich doch vorgestern zu dir geflogen. Als ich in sein Büro kam, hatte er gerade Besuch von 2 Herren. Einer davon war ich. Ich wusste nicht, dass Sie Polizist sind. Das ist nett, dass man mir das nicht gleich ansieht. Kommen Sie, wir setzen uns da hinten hin. Entschuldige, Liz. Ich bin mit Peter Weiler befreundet. Darf ich fragen, was der Anlass Ihres Besuches bei Ihnen war? Dankeschön.
Herr Ramson, das erklärt sich besser, wenn Sie mir erlauben, dass ich erst ein paar Fragen stelle. Bitte? Sie haben Herrn Schulz das Gelände verpachtet, auf dem er seine Go-Kart-Bahn betreibt. Ja. Dieses Gelände wollte der junge Herr Weiler erwerben mit der Auflage, dass Herr Schulz seinen Pachtvertrag mit Ihnen löst. Stimmt das? Das ist richtig. Dann darf ich also annehmen, dass Herr Weiler in Ihrem Auftrag gehandelt hat. Sagen wir, er hatte mein Einverständnis zu verhandeln. Na natürlich, weil Sie keinen Grund hatten, den Pachtvertrag zu lösen. Nein. Aber darf ich gleich hinzufügen, Gründe, um bestehende Verträge zu ändern oder zu annullieren, gibt es immer. Na natürlich, mit einer Räumungsklage. Ne? Zum Beispiel. Nehmen Sie. Danke, gerne. Herr Ramson, wollen Sie nun den Pachtvertrag lösen? Oder ist es eine Gefälligkeit gegenüber Herrn Weiler? Es ist keine Gefälligkeit. Es ist eine Art Dank. Ein Dank? Es sind jetzt 2 Jahre her. Peter Weiler und ich kamen in meinem Boot in einen schweren Sturm. Ich schlug mit dem Kopf gegen die Bootskante und fiel ohnmächtig über Bord. Da sprang Peter hinterher und packte mich. Unser Boot kenterte und sank. Fast 3 Stunden hing ich wie leblos in seinen Armen. Ihm verdanke ich mein Leben. Verstehen Sie jetzt, warum ich das tue? Für ihn tue. Verstehe ich sehr gut. Es ist nur die Frage, ob Herrn Schulz das interessiert. Hallo. Harald schon zurück? Ja. Aber dieser Polizist ist gerade bei ihm, der neulich bei dir im Büro war. Was will denn der? Weiß ich nicht. Ich sag Harald, dass du gekommen bist. Vielleicht geht er dann. Ich muss dich unbedingt sprechen. Komm mit einem zu mir, wenn du kannst. Herr Köster, bitte erklären Sie mir, warum sich die Polizei für diese Grundstücksangelegenheit interessiert. Was ich damit vorhabe, ist doch meine Sache. Und auch, warum sich Herr Weiler da in meinem Auftrag einschaltet. Entschuldigung, Herr Weiler ist gekommen. Hast du noch lange zu tun? Ich denke nicht. Geh doch inzwischen nach oben. Herr Ramson, ich bin von der Mordkommission. Und damit komme ich auf die von Ihnen am Anfang gestellte Frage zurück. Ich war bei Herrn Weiler, um sein Alibi zu überprüfen. Was für ein Alibi? Was ist denn passiert? Haben Sie nichts von der Sache gehört? Von welcher Sache? Auf den Sohn von Herrn Schulz ist geschossen worden, ist ein Mordanschlag verübt worden. Möglicherweise aus dem Wohnwagen von Herrn Weiler heraus. Wo soll das gewesen sein? Auf dem Gelände von Herrn Schulz. Und da verdächtigen Sie Peter Weiler? Nein, der hat ja ein Alibi zur Tatzeit. Warum hat er mir nichts davon gesagt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Sie sind doch befreundet. Trotzdem, was hat das alles mit mir zu tun? Herr Ramson, es geht nur noch um die Beantwortung einer Frage. Kennen Sie jemanden aus dem Bekanntenkreis von Herrn Weiler, der auch an dem Grundstück interessiert ist? Nein, da wüsste ich niemand. Wirklich nicht. Eins verstehe ich allerdings überhaupt nicht. Was soll der Zweck eines solchen Anschlages sein? Das wissen wir nicht. Es gibt nur Vermutungen. Welcher Art? Streit um das Grundstück vielleicht. Kann aber sein, dass wir da ganz falsch liegen. Sie haben Besuch. Ich möchte Sie nicht länger stören. Ich bringe Sie hinaus. Dankeschön. Wie geht's dem jungen Herrn Schulz? Ach, wieder ganz gut. Sein Vater hat übrigens Anzeige erstattet wegen Mordversuch. Gegen wen? Gegen Unbekannt. Ach, Sie sind Jäger. Ja, leider nur gelegentlich. Danke. Sehr zum Ärger meines Revierverwalters. Wo ist denn Ihre Jagd, wenn ich fragen darf? In Schlechingen draußen. Ach, das kenne ich. Das ist eine wunderschöne Gegend. Ja, Herr Ramson, ich bedanke mich. Entschuldigen Sie die Störung. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Was überlegen Sie? Sag mal, hat die Frau Ramson sich mit Peter Weiler nicht geduzt, als wir in seinem Büro waren? Ja, es war sogar eine Begrüßung mit Küsschen. Warum? Ihrem Mann gegenüber spricht sie aber per Sie von ihm, obwohl er der Freund des Hauses ist. Vielleicht läuft zwischen den beiden was und er darf es nicht wissen. Hat das was mit unserem Fall zu tun? Nein, es fiel mir nur auf. Aber das könnte was damit zu tun haben.
Der ist aus dem Wohnwagen und der ist von Herrn Ramson. Ja? Ist das Zufall oder was meinst du? Schwer vorzustellen, dass Ramson was damit zu tun hat. Ich halte es auch für ausgeschlossen. Seine Frau raucht übrigens die gleichen. Great. Bitte? Great. So heißt die Marke. Ach so. Lassen wir das Labor doch einen Speicheltest machen. Vielleicht finden die noch was. Das wäre schön. Ich hab's. Der Revierverwalter von Ramson heißt Josef Grießer. Die Nummer in Schleching ist 08649238. War natürlich falsch, dass du Harald nichts davon gesagt hast. Erfahren hättest du doch ohnehin. Na und? War er deshalb etwa böse? Dass dieser Köster mich nach meinem Alibi fragt, ist doch nichts Außergewöhnliches. Ich habe eins, das ist entscheidend. Trotzdem wäre es besser gewesen, er hätte es durch dich erfahren, als durch diesen Schnüffler. Frag mich sowieso, was der überhaupt will. Ach, da gibt's eine ganz einfache Erklärung. Schulz wird ihn gegen mich aufgehetzt haben. Hoffentlich stehst du alles durch. Was meinst du? Naja, den ganzen Ärger mit dem Grundstück und so. Ich meine, sowas kostet doch Nerven. Die habe ich. Verlass dich drauf. Bin ich nicht so sicher. Was willst du damit sagen? Peter, was ist los mit dir? Irgendetwas hast du doch. Warum sollte ich heute Abend zu dir kommen? Charlie Schulz war gestern bei mir. Wegen der angedrohten Räumungsklage. Er gab mir die Schuld daran. Hatte er da so Unrecht? Jedenfalls war die Unterhaltung ziemlich heftig. Am Ende drohte er mir. Mit was? Liz, als ich noch mit ihm befreundet war, habe ich ihm mal von uns beiden erzählt. Bist du verrückt? Ich kenne den Mann ja gar nicht. Du hast ihm von uns beiden... Erzähl, dass wir zusammen schlafen! Ja! Ich könnte mich sonst wohin treten, dass ich das getan habe. Dass Männer immer mit ihren Frauengeschichten prahlen müssen. Scheinbar bist du da keine Ausnahme. Ich sag doch, es tut mir leid. Nachher ist man immer klüger. Was bezweckt er mit seiner Drohung? Will er dich erpressen? Möglich ist alles. Er hat mich ja in der Hand. Mich doch wohl genauso. Ich kenne ihn. Der wird mich noch eine Weile zappeln lassen und in dem Augenblick, wo ihm die Räumungsklage auf den Tisch fliegt, schlägt er voll zu. Ich brauchte nicht zu sagen, was das für uns beide bedeutet. Na, dann soll Harald die Räumungsklage einfach zurückziehen. Bei welchem Grund soll ich ihm denn sagen? Soll ich sagen, bitte Harald, zieh die Räumungsklage zurück, ich werde erpresst, weil ich mit deiner Frau schlafe? Abgesehen davon ist es schon zu spät. Sie liegt schon bei Gericht. Ihr Tee, Herr Kriminalrat? Dankeschön, Fräulein Fieder. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Ist das Ihre neue Sekretärin? Ja. Phänomenal. Was heißt hier phänomenal? Also, was wollten Sie sagen? Der Revierverwalter Grießer sagt, dass der Herr Ramson das Gewehr immer mit nach Hause nimmt, wenn er von der Jagd kommt. Ja, warum sollte er denn nicht? Ja, aber in seiner Jagdhütte sind ein Dutzend Gewehre. Warum nimmt er das immer gerade mit nach Hause? Vielleicht eine Marotte von ihm. Oder er hängt besonders an dem Schießeisen. Viel wichtiger ist doch, was dieser Grieser Ihnen noch gesagt hat. Dass Ramson in den letzten 4 Wochen keinen Schuss aus diesem Gewehr abgegeben hat. Ja, genau darum geht's. Das will ich überprüfen. Was geht mich das an? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Sie machen einen Fehler. Wenn ich den Mund aufmache, dann... Was dann? Dann sind Sie geliefert. Und wenn ich den Mund aufmache, was dann? Tun Sie es doch. Wenn Sie den Mut dazu haben. Schmeiß ihn raus. Mischa, wirf das Ding weg.
hab dich was gefragt, was ist hier los? Und ich hab dir gesagt, schmeiß ihn raus! Mischa, was war hier los? Sie haben's doch gehört. Sie sollen mich rausschmeißen. Aber das ist nicht mehr nötig. Ich gehe freiwillig. Wir wollen nur untersuchen, wann mit diesem Gewehr zum letzten Mal geschossen wurde. Das hat Ihnen mein Revierverwalter bereits gesagt, also warum fragen Sie nochmal? Verzeihen Sie bitte, ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Wir wollen feststellen, ob mit diesem Gewehr nach den letzten 4 Wochen nochmal geschossen wurde. Nun, ich halte die Frage für beantwortet, aber bitte, wenn Sie es nochmal hören wollen, von mir, nein. Ich müsste es ja schließlich wissen. Halten Sie es für möglich, dass jemand das Gewehr für kurze Zeit an sich nimmt, ohne dass Sie es merken? Ja, wer sollte das tun? Meine Frau etwa? Nein, das glaube ich nicht. Aber vielleicht jemand, der in Ihrem Hause verkehrt. Wen meinen Sie? Können Sie das deutlicher formulieren? Ja, ich denke zum Beispiel an Weiler. Was sollte Herr Weiler mit meinem Gewehr? Darf ich Sie daran erinnern, dass der Anschlag möglicherweise aus dem Wohnwagen von Herrn Weiler verübt wurde? Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie mir gesagt haben, Herr Weiler hat ein Alibi? Trotzdem möchten wir die Gewissheit haben, dass aus diesem Gewehr nach den letzten 4 Wochen nicht geschossen wurde. Womit Sie den Verdacht äußern, dass vielleicht auch mein Mann als Täter in Frage kommen könnte? Nein, das glaube ich nicht. Noch nicht, meinen Sie? Das haben Sie gesagt, gnädige Frau. Guten Tag, Herr Sanft. Keine Angst, wir wollen nicht zu Ihnen. Tag, Herr Schulz. Tag. Tag, Herr Schulz. Was gibt's denn so Wichtiges? Hier, sehen Sie mal. Und sagen Sie mir, ob Ihnen da was auffällt. Das sind die Fotos von dem Trainingstag. Von dem Tag, als das mit Ihrem Bruder passierte? Ja. Ein Pressefotograf hat sie mir gemacht, auch die Vergrößerungen. Aha. Ich brauche sie als Reklame. Ja, nun machen Sie es nicht so spannend, Herr Schulz. Was sollen wir denn drauf sehen? Na, schauen Sie doch mal genau hin. Da schauen wir. Mensch, das ist doch dieser Mischa vom Flugplatz draußen. Woher kennen Sie denn den? Ich weiß nicht, ob der Micha heißt, das ist mir auch egal. Aber das ist der Mann, der den Wohnwagen von Weiler abgeholt hat. Wir fragen uns, was der am Trainingstag hier gewollt hat. Vermuten Sie irgendeinen Zusammenhang mit dem Anschlag auf Ihren Bruder? Das wäre doch möglich. Und wenn er ein harmloser Zuschauer war? Ach was, aber sehen Sie mal. Bald steht er da. Und dann da. Dann wieder hier. Und dann wieder hier am Wohnwagen. Da gehen Sie vielleicht spazieren als Zuschauer während des Rennens? Was ist denn das für ein Auto, das da neben dem Wohnwagen steht? Das weiß ich nicht, aber der Parkplatz ist jedenfalls weiter hinten. Herr Schulz, können wir die Fotos, wo er drauf ist, mitnehmen? Bitte, bedienen Sie sich. Micha? Der ist nicht mehr hier. Den habe ich entlassen. Wann? Heute Morgen. Christus. Ich darf man fragen, warum? Weil er nicht mehr wollte. Aus, basta. Und Sie kennen doch die heutige Arbeitsmoral. Außerdem ist er frech geworden. Wo wohnt der? Das weiß ich nicht. Der war doch bei Ihnen angestellt. Da müssen Sie doch wissen, wo der wohnt. Ach, der wohnte nach jedem Augenblick woanders. Wie heißt er mit Familiennamen? Kolleg. Michael Kolleg. Peter! Ja, was ist denn? Die Herren hier wollen wissen, wo Micha wohnt. Weißt du das? Keine Ahnung. Was wollen Sie denn von ihm? Warum interessiert Sie das? Man wird doch mal fragen dürfen. Ja, das darf man. Aber bitte erwarten Sie keine Antwort. Habt ihr rausbekommen, wo der Kolleg wohnt? Ja, weil er behauptet zwar, er wohnt alle Augenblicke woanders, aber laut Einwohnermeldeamt hat er seit 2 Jahren einen festen Wohnsitz. Schön, dann bring den her. Na, was sagt das Labor? Einwandfrei, kein Schuss abgegeben worden in den letzten 4 Wochen. Gut, dann schicken wir das Gewehr an Herrn Ramson zurück und ich rufe ihn an. Hier, noch eine kleine Enttäuschung. Der Speicheltest von den beiden Zigarillos war negativ. Haben Sie noch was Hübsches für mich? Nö. Dann können Sie gehen. Beim Training auf der Go-Kart-Bahn?
Nein, was soll ich da? Sie waren also nicht da. Ich sage doch nein. Da müssen Sie aber einen Doppelgänger haben. Hier, schauen Sie sich das mal an. Was soll ich damit? Erkennen Sie sich nicht? Oder ist das Ihr Geist, der da durchs Bild schwebt? Die Fotos wurden an dem Tag gemacht, an dem Sie angeblich nicht da waren. Micha, Micha, cosa succede? Cosa ti fanno? Bitte, Herr Kollege, ziehen Sie sich etwas an, Sie müssen mitkommen. Micha! Micha, Micha, cosa si fanno? Cosa succede? Ma senti, lass mich in Ruhe! Ma senta, non lo può mica portare via ora. Micha è innocente. È innocente. Bitte beruhige Sie sich. Nulla. Wenn er unschuldig ist, kommt er gleich wieder. Micha. Ma sì che è innocente. Ma senta, ma cosa fate ora? Non lo portate mica via ora. Lui è innocente, sa? Davvero sì. Che è innocente. E allora lasciatelo qui. Ma no, ma senta. Ma guarda un po'. Warum haben Sie gelogen? Herr Kolleg, wenn Sie hier den Stummen spielen wollen, das ist ganz schlecht. Wollen Sie jemanden decken? Hören Sie, an dem Tag, an dem Sie dort waren, wurde ein Mordanschlag verübt. Und zwar aus dem Wohnwagen heraus, den Sie ein paar Tage später abgeholt haben. Ich habe nichts damit zu tun. Mit was haben Sie nichts zu tun? Mit diesem Mordanschlag. Das habe ich ja nicht gesagt. Aber vielleicht wissen Sie, wer was damit zu tun hat. Ihre Frau wird lange auf Sie warten müssen, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Ich kann nicht. Gut. Ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit. Wenn Sie dann immer noch nicht können, dann muss ich Sie festnehmen. Warten Sie! Also schön, ich höre. Er bringt mich um, wenn ich ihn verrate. Wer bringt Sie um? Ich weiß, wer es getan hat und wer dahinter steckt. Also erstmal der Reihe nach. Wer hat geschossen? Bruno Grasser. Wer ist denn das jetzt wieder? Wo wohnt er? Was treibt er? Er ist Vorführer. Draußen im Autokino. In Dachau. Grasser? Ja? Gib's mal auf, Gerd. Was soll denn das? Erkläre ich Ihnen später. Mordkommission. Und was wollen Sie von mir? Ich will Sie festnehmen wegen Mordversuch an Charlie Schulz. Wer behauptet das? Der da? Ja. Er behauptet, dass Sie auf Charlie Schulz geschossen haben und dass er Ihnen dafür 5000 Mark gegeben hat. Der lügt doch! Wenn einer geschossen hat, dann er. Ich schlag die Karte so. So spricht sich's wohl besser mit Ihnen. Wo haben Sie denn das Gewehr? Was denn für ein Gewehr? Ich hab kein Gewehr. Doch, doch, Sie haben ein Gewehr. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Dieser Spinner da. Na, wo hat es denn? Dein Gewehr. Damit hast du geschossen. Von dem Wohnwagen aus geschossen. Ich habe ihn nur hingefahren. Mit seinem Wagen da. Stimmt, ist der Wagen auf dem Foto. Auch die Nummer stimmt. Geben Sie das zu. Ich gebe gar nichts zu. Sie werden noch viel Zeit haben, sich das anders zu überlegen. Was geschieht mit dem da? Diese Ratte lassen Sie wohl laufen. Wenn einer die Wahrheit sagt, ist er immer im Vorteil. Ich möchte nur noch wissen, welcher Idiot den da angeheuert hat. Der muss genauso bescheuert sein wie der. Mir hat es gesagt. Für Sie ist es doch ganz unwichtig.
Grüß Gott, Herr Köster. Grüß Gott. Der Herr kommt zu mir ins Präsidium. Kommen Sie. Wie ist denn die Nummer von dem Weiler? 26 13 11. Geben Sie mir, hier ist Köster, geben Sie mir mal die Nummer 26 13 11. Weiler? Nein, der ist nicht hier. Was gibt's denn schon wieder? Wissen Sie, wann der zurückkommt oder wo ich ihn erreichen kann? Ja, das kann ich, das wird Ihnen aber nicht viel helfen. Der ist draußen bei Ramson, dessen Frau hat heute Geburtstag. Ich kann Ihnen was ausrichten, wenn Sie wollen. Ich fahre auch gerade hin. Leider nicht, liebe Tante. Ramson sprechen. Ich weiß, Sie feiern Geburtstag von Frau Ramson, aber trotzdem. Bitte entschuldigen Sie das. Ah, Herr Ramson, verzeihen Sie bitte, ich weiß, ich komme ungelegen, aber ich muss unbedingt Herrn Weiler sprechen. Das ist mein Kollege Heimann. Guten Abend. Guten Abend. Muss das jetzt und hier sein? Ja, leider. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dabei sein können. Na bitte, kommen Sie herein. Danke. Herr Peter Weiler möchte bitte in mein Zimmer kommen. Darf ich bitten? Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Darf ich bitten, gleich zur Sache zu kommen? Ich möchte meine Gäste nicht zu lange warten lassen. Selbstverständlich. Ich werde mich kurz fassen. Ja, Harald, was... Peter, Herr Köster will ich sprechen. Er wünscht, dass ich dabei bin. Ausgerechnet heute? Dasselbe habe ich auch gesagt. Ja, leider heute. Herr Ramson, es hat sich inzwischen herausgestellt, dass der Mordanschlag nichts mit Ihrer Grundstückssache zu tun hat. Sondern? Mit dem Schuss auf Charlie Schulz sollte ein Mitwisser beseitigt werden. Ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie das Herrn Ramson erklären? Was soll ich erklären? Wovon reden Sie eigentlich? Oh, störe ich? Nein, im Gegenteil, komm mal rein, Schatz. Ich würde sagen, Sie kommen im richtigen Moment. Was ich von Ihnen nicht behaupten kann. Da haben Sie auch recht. Sie wollten die Frage von Herrn Weiler beantworten. Ja. Bevor ich hierher kam, war ich bei Charlie Schulz. Ich sage Ihnen das, damit Sie wissen, was Sie erklären sollen. Er hat Ihnen damit gedroht, Herrn Ramson alles zu sagen, wenn diese Räumungsklage nicht zurückgezogen wird. Aber das ist doch Unsinn. Wie kommen Sie überhaupt? Moment, Peter. Das ist doch gar kein Grund zur Aufregung. Was wollte er mir sagen? Er wollte Ihnen sagen, dass Ihre Frau seit langem ein Verhältnis mit Herrn Weiler hat. Bitte sprechen Sie weiter. Damit Herr Ramson das nicht erfährt, haben Sie diesen Mordanschlag ausführen lassen. Sie wollten den einzigen Mitwisser beseitigen. Sag, dass es nicht wahr ist. Sag es! Bring ihn rauf. Ich werde Ihnen beweisen, dass es wahr ist. Und dass es völlig unnötig war. Er hat Ihnen zwar damit gedroht, aber er hätte diese Drohung nie wahrgemacht. Wissen Sie, was er heute zu mir gesagt hat? Er war doch mein Freund. Ich hätte das nie getan. Wer hat Sie zu diesem Anschlag angestiftet?
Weiler. Mhm. Wer hat Ihnen 10.000 Mark dafür gegeben? Herr Weiler. Und 5.000 Mark haben Sie dem Mann gegeben, der geschossen hat? Ja. Herr Weiler, Sie sind festgenommen. Kommen Sie bitte. Tut mir leid, Herr Ramson.